So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen vor 6.525 Zuschauern. Endstand 23:24 zur Halbzeit 14:12. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste mit jeweils 5 Toren und das auch vom 7-Meter-Punkt Uwe Gensheimer sowie Alexander Pettersson ebenfalls 5-mal erfolgreich. Auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Robert Weber mit 8 Toren und Michael Damgaard mit 6 Treffern. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Nikolai Jakobsen. Bitte Nikolai, dein Statement und deine Einschätzung vom Spiel. Ja, danke. Ja, erstmal guten Abend. Oder ja, Abend können wir jetzt sagen, oder? Ja, was soll ich sagen? Ich bin erstmal erleichtert, dass wir 2 Punkte heute gekriegt haben. Es hätte beide Wege gehen können. Unentschieden wäre auch ganz in Ordnung, wenn man das Spiel durchschaut. Die ersten 15 Minuten waren Magdeburg klar besser als wir. Wir kamen nicht zurecht, wir waren zu defensiv in Abwehr. Besonders Damgaard hat uns richtig Schwierigkeiten gemacht im Anfang. Dann fand ich, ab 15. Minute bis 52. Minute waren wir die bessere Mannschaft. Bei 21:19 haben wir 2 oder 3 Mal verschossen, wo wir eigentlich mit 4, 5 Tore weggehen könnten, haben wir verpasst. Letzte 7, 8 Minuten waren Magdeburg dann wieder besser als wir. Und ja, zum Schluss ist das Glück einfach. Weber verschießt den 7-Meter. Bei 23:23 hat er Tor gemacht, wären wir viel mehr unter Druck gewesen in letzter Angriff. Dann muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment geben. Die letzte Angriff haben wir sehr clever ausgespielt, haben lange gebraucht, um den entscheidenden Tor zu machen. Darko Stanic hat Erfahrung heute gezeigt und mein anderen Spieler über 30, Alexander Pettersson, hat den letzten Tor reingemacht. Das war für uns natürlich sehr wichtig hier in Magdeburg. Gewinnt nicht viele Mannschaften und heute haben wir das, ja, so wie ich gesagt habe, zum Schluss mit Glück gemacht. Aber das braucht man auch ab und zu. Danke. Danke, Nikolai. Ja, gehe deine Eindrücke vom Spiel. Schönen guten Abend, Nikolai. Erstens Glückwunsch. Ja, also haben parkiert, um 2 Punkte zu holen und also natürlich, also ich sage so ein bisschen wie Nikola, also was soll man sagen? Das war eine also super kämpferische Leistung von unserer Seite. Ich fand das Spiel gut, hat mich so ein bisschen erinnert auf die alten Zeiten, also wo also richtig Deckung gespielt ist und auf die beiden Seiten. Ja, wir haben das Spiel ganz gut angefangen und aber dann sind sie auf. Ja, so ganz, ganz offensichtlich 3-3 gegangen. Und das hat uns ja Probleme gegeben. Und für uns war das einfach also richtig schwer ab dann vorne. Aber hinten stand wie gut. Dario hat eine super Leistung heute gebracht. Und ja, also ich muss meine Spiele einfach loben. Also wir haben alles gegeben. Und wie Nikolai sagt, also manchmal so was fair ist und was nicht fair ist, also das kann man also einfach nicht sagen. Also wahrscheinlich wäre Unentschieden das Fährste, aber so ist diese S-Handball. Und mit das müssen wir einfach also erleben. Also es geht weiter. Wir haben Montagmorgen, Spiel am Mittwoch. Und das ist einfach so, ab morgen fangen wir an, uns für nächstes Spiel zu vorbereiten. Danke. Dankeschön, Gea Svensson. Steffen Stiebler als sportlicher Leiter, deine Eindrücke heute. Ja, erstmal Glückwunsch an die Löwen zu dem zum Schluss wahrscheinlich dann doch verdienten Sieg, weil sie heute gezeigt haben, dass sie doch noch eine Nummer cleverer sind als wir. Also ich glaube, dass wir es geschafft haben, die Leidenschaft auf die Platte zu bringen. Das war sehr, sehr gut. Wir haben die Zuschauer vom Anfang an mitgenommen, haben sehr aggressiv gedeckt, haben da, glaube ich, auch gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind, haben dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit hatten wir nicht das Konzept von einem Angriff, nicht die Durchschlagskraft. Gerade so, ich glaube, 40. Minute, wo es immer hin und her geht, wo man doch öfters mal die Chancen hat, sich dann ein bisschen abzusetzen, kommt dann in Rückstand. Und ich glaube, das muss man der Mannschaft auch wieder hoch anrechnen, dass sie sich wieder zurückgekämpft hat, dann sicherlich
unglücklich, den sie Meter verworfen hat und damit zumindest einen Punkt verspielt hat. Aber das ist Sport. Und wie gesagt, also wir haben in 3 Tagen das nächste Spiel. Das ist genauso wichtig wie das Spiel, was wir heute hatten. Und da müssen wir unseren Fokus jetzt drauf sehen und alles ein bisschen besser machen. Danke. Dankeschön, Steffen. Die Möglichkeit, Ihre Fragen an die verantwortlichen Trainer zu richten. Hier ist das Mikrofon, bitte. Geir, du hattest gesagt, dass du deine Spieler nur loben kannst. Das wirkte vorhin in der Mixzone gar nicht so. Was hat dich da wütend gemacht? Du hattest gesagt, dass du deine Spieler heute nur loben kannst. Warst aber vorhin auf dem Weg in die Kabinen doch noch ziemlich auf Temperatur. Gibt es vielleicht was? Was hat dich sauer gemacht? Nein, ich frage dich, ob es auch... Ich habe gesagt, ich habe die Spiele gelobt. Also ich sage das und meine das. Okay. Und das hat gar nichts mit der Zustande zu tun. Hätte sein können, dass das deshalb frage ich ja nach. Nee, gar nicht. Okay. Eine weitere Frage? Ja, Rudi? Wäre es mit Marco Beziak heute angesichts auch der 3-3-Deckung, die Herr Jakobsen erwähnt hat, vielleicht günstiger gelaufen? Und wie lange fällt er aus? Eine zweite Frage. Also wegen dieser zweiten Frage, das weiß ich noch nicht. Das ist einfach so. Wir haben die Nachricht bekommen, also gestern Abend, dass er könnte nicht heute spielen. Und das war natürlich einfach blöd. Aber ob das besser funktioniert hätte, das also wissen wir nicht. Werden wir nie wissen. Weitere Fragen? Ich sehe keine Reaktion weiter, dann danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche den Gästen angenehme Heimreise. Bis zum nächsten Mal, Nikolai. Und beim SC Magdeburg geht es dann, wie gesagt, am Mittwoch weiter und am nächsten Sonntag dann zu Gast hier die HBB Badingen-Weilstetten wieder um 17.15 Uhr anpfiff zu diesem Bundesligaspiel. Bis dahin, dann recht herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.